Die DHV News vom 10. Juni 2022. Blinert handelt. Anhörungen noch vor der Sommerpause. Lauterbach antwortet DHV. Hashtag Karl hat gezogen. Herzlich willkommen bei den DHV News. Unser Gesundheitsminister Karl Lauterbach hat noch Anfang des Jahres gesagt, dass er die Legalisierung von Cannabis für dieses Jahr gar nicht auf der To-Do-Liste hat, in der Aufgabenliste oder wie er es genannt hat, Vorhabenliste, glaube ich. Er wollte da nicht ran dieses Jahr, wollte das irgendwann später machen. Ihr habt es mitgekriegt vielleicht. Und dann haben wir eine Aktion gemacht, unter anderem Hashtag Karl am Zug trenden lassen auf Twitter, zusammen mit dem Weedmob. Herzliche Grüße an der Stelle. Wir haben Erfolg gehabt, wie mittlerweile die meisten wissen. Und ich habe Herrn Lauterbach einen Brief geschrieben am 24. März 2022. Unter anderem habe ich da geschrieben, wir bitten Sie, sofort den Startschuss zu geben und dafür zu sorgen, dass es klare Zuständigkeiten für das Thema Cannabis-Legalisierung gibt, um bis Ende dieses Jahres einen ersten Entwurf zur Diskussion zu stellen. Ja, ihr wisst, mittlerweile hat er das tatsächlich gemacht. Er hat einen ersten Entwurf angekündigt für Herbst in diesem Jahr, eben nicht irgendwann später, sondern jetzt. Der Haushaltsausschuss hat gerade bei den Beratungen 10 Stellen bereitgestellt für die Legalisierung von Cannabis. Ich hatte nur eine gefordert, eigentlich, dass mal zumindest ein Beamter da mit juristischem Sachverstand sich schon mal ans Gesetzeschreiben macht. Jetzt haben sie verstanden, okay, das ist ein größeres Projekt und wir wollen das wirklich durchziehen, wir wollen das schnell machen und es geht vorwärts. Ja, und er hat geantwortet eben, ja, hier schöner Briefkopf, Professor Dr. Karl Lauterbach. Und Originalunterschrift habe ich jetzt auch, ja, vom guten Karl. Ist jetzt nicht mehr der Minister, der die Cannabis-Legalisierung versaut hat, durch nichts tun, sondern er könnte als der Legalized Gesundheitsminister und Corona-Minister in die Geschichte eingehen. Und ich habe ein echtes Original-Autogramm von Lauterbach. Er hat von mir ja auch schon eins von dem Brief, von daher sind wir da beide happy. Und ich lese nur einen Absatz vor aus dem Brief. Der Prozess zur Umsetzung des Vorhabens soll im Juni dieses Jahres starten, in Form von mehreren Fachgesprächen mit nationalen und internationalen Expertinnen und Experten unter Leitung des Sucht- und Drogenbeauftragten der Bundesregierung, Herrn Burkhard Blinert. Auch der Deutsche Hanfverband wird in diesem Rahmen die Möglichkeit erhalten, seine Expertise einzubringen. Also sehr schön. Viele waren ja skeptisch, dass das vor der Sommerpause noch losgeht. Ein bisschen Zweifel hatte ich auch, muss ich ehrlich sagen, weil da ja wirklich nicht mehr viel Zeit ist, bis dann das Parlament eben etliche Wochen gar nicht mehr tagt und die ganzen Abgeordneten gar nicht mehr da sind, die ja vermutlich auch an diesen Anhörungen teilnehmen. Und ja, da sind wir dann im Prinzip schon beim nächsten Thema. Also wie gesagt, Lauterbach ist gut gelaufen, kann man nicht anders sagen. Das hat prima funktioniert, unsere ganzen Aktionen bis zu dem Punkt, wo dann sogar die Ministerkollegen ihm gesagt haben, ey Karl, haben ihm gerüttelt und gesagt, du musst das jetzt machen. Und jetzt macht passiert was. Ja, also Karl, wunderbar, hat erstmal seine Ruhe jetzt wieder, kann Corona machen und wir machen mit Herrn Blinert weiter. Und tatsächlich, auch Blinert handelt schnell und ich habe auch tatsächlich Einladungen hier liegen. Eigentlich wollte ich nur abwarten mit der Information, bis Blinert selbst damit rausgeht sozusagen. Aber das hier ist die letzte Ausgabe der DHV News, jedenfalls im Wochenabstand zu unserer Cannabis-Normalkonferenz. Und um euch nochmal klar zu machen, wie der Zusammenhang ist, ja, wir haben ein perfektes Timing hingelegt hier, wir sind super vorbereitet und deswegen werden wir eben auch angehört, weil wir die Eckpunkte haben, die irgendwie Hand und Fuß haben, die zu allen möglichen Aspekten was sagen, ja, und weil wir schon zig Gespräche geführt haben mit den wichtigen Leuten da und die gemerkt haben, okay, wir wollen wirklich konstruktiv mitmachen da, wir haben jetzt nicht total abwegige Vorschläge und wir können uns einigermaßen benehmen und so weiter, ja, also das hat funktioniert soweit und das Timing ist perfekt, nämlich für die Cannabis-Normalkonferenz. Also so viel sage ich dann eben auch, weil es ja Karl Lauterbach mir das öffentlich geschrieben hat, ja, geht im Juni los, dann kann ich euch auch sagen, okay, es gibt Anhörungen noch im Juni, es wird sehr schnell losgehen jetzt und den Rest überlasse ich dann Blinert, ja, die ganzen Details, welche Themen, ich gehe mal davon aus, dass sich sehr bald seine Abteilung melden wird mit einer Pressemitteilung und dann selber mehr Details dazu sagen wird. Das verkneife ich mir hier, aber es ist ja irgendwie klar, dass die Details sich entlanghangeln, so zum Beispiel eben auch an dem, was wir in den Eckpunkten vom Handverband aufgeschrieben haben, wie wir uns das vorstellen, im DHV-Team erstmal mit der Legalisierung. Und da wollen wir eben euch dazu befragen. Wir sind ja auch die Einzigen, die Zivilgesellschaft darstellen in diesem ganzen Rahmen. Ja, es sind alle möglichen Berufsgruppen am Tisch, die Standpunkte aufgeschrieben haben schon.
Und kommunale Vertreter, die das Ganze organisieren am Ende, Drogenberatungsstellen oder was, werden wahrscheinlich auch dabei sein, die großen Dachverbände der Suchthilfe und eben auch die Psychiater, Thomasius und so weiter, die halt extrem harte Regulierungen fordern werden oder eben grundsätzlich dagegen sind. Ja, mal gucken, ob da auch so jemand dabei ist bei den Anhörungen, der komplett dagegen ist. Das würde ja weniger Sinn machen, aber bin mal gespannt. Ja. Auf jeden Fall, die Cannabis-Normal-Konferenz ist eure Gelegenheit, da mitzumachen. Ich bin jetzt an dem Thema seit über 20 Jahren dran, kämpfe für diesen Punkt, dass wir da ankommen und zu sagen, so, jetzt ist Finale. Ja, wir sind im Finale. Ob wir gewinnen, wissen wir noch nicht. Es kann auch noch irgendwie passieren, dass das Ganze in die Hose geht, ja, in den Bundesrat sozusagen. Aber ja, wir sind mitten auf der Zielgeraden und ihr mit dabei, wenn ihr wollt. Ihr habt auch durch eure Spenden im Prinzip die ganze Zeit, die ganzen 20 Jahre über meine Arbeit möglich gemacht und die vom ganzen DHV-Team, um eben diesen Punkt überhaupt zu erreichen und jetzt eben auch ein möglichst gutes Ergebnis dazu erzielen. Und wie ihr seht, im unmittelbaren zeitlichen Zusammenhang mit den Anhörungen findet nächste Woche die Cannabis-Normalkonferenz statt. Ich habe alle Informationen dazu hier gebracht. Ihr habt dafür gespendet, ja, das vielleicht noch ein letztes Mal gesagt, wir machen keinen Gewinn damit. Wäre gut, wenn ein bisschen was hängen bleiben würde an Geld durch die Cannabis-Normalkonferenz, weil dann könnten wir einfach weitermachen, ja, dann wird ja jetzt keine Verluste machen damit. Aber ohne großen Sponsor wird das eine einmalige Gelegenheit bleiben und auch vom Zeitpunkt her eine einmalige Gelegenheit für euch, jetzt mitzureden da an der Stelle. Und ich verstehe, wenn manche sich das nicht leisten können, ja, auch 100 Euro sind viel Geld. Aber jede Menge Leute haben das Geld und geben das auch aus für alle möglichen Schnickelschnackels, ja, oder gehen mal auf Konzerte, gehen mal, was weiß ich, Rock am Ring, ist mir jetzt mal aufgefallen, war jetzt gerade, ne, auch ähnlich teuer. Und ich finde ja, dass die Cannabis-Normal-Konferenz viel spannender ist, weil ihr da mitreden könnt über die Legalisierung, rumnörden, über alle möglichen Details der Legalisierung. Ich bin euer Vertreter in diesen Anhörungen. Alle anderen werden andere Dinge vertreten. Ich vertrete euch und ihr habt die Gelegenheit, mit mir auf der Cannabis-Normal-Konferenz und mit dem ganzen DHV-Team und mit der ganzen Community und alles zu diskutieren über diese ganzen Fragen, die ich dann da im Prinzip vertreten werde. Auch die Kommentare auf unserer Homepage zu den DHV-Eckpunkten werde ich mir nochmal anschauen vor den Anhörungen. Möglicherweise finden ja schon welche vor der Cannabis-Normal-Konferenz statt. Auch das ist nicht ausgeschlossen, weil es ja auch schon Juni. Ja? Also auch da, wenn ihr aus irgendwelchen Gründen nicht kommen könnt zur Cannabis-Normal, dann lasst euren Kommentar bei den Eckpunkten auf der DHV-Seite stehen und auch das werden wir beachten. So, jetzt habe ich einfach drauf losgelabert. Mal gucken, ob hier noch irgendwas auf meinem Zettel steht. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles drauf. Ja? Also ich will euch jetzt hören. Ihr habt einmalige Gelegenheit, direkten Einfluss zu nehmen über mich als Medium sozusagen in diese Anhörungen rein. Und kommt zur Kanoko. Es sind immer noch Karten da. Ja, ich verstehe das gar nicht, wieso eigentlich. Ja, das müsste längst ausverkauft sein. Es gibt noch ein paar. Also macht euch da ran. Ja, kauft die letzten Karten da weg. Das sieht dann auch besser aus. Die Politiker sind ja übrigens auch da. Ne? Freitagabend fangen wir an mit der Politikerrunde. Da könnt ihr die auch nochmal direkt ansprechen, euch bedanken oder auch denen direkt euer wichtigsten Punkt mitgeben. Ja, vielleicht, wenn ihr Glück habt. Ja, wenn wir uns alle anständig benehmen, bleiben die noch ein bisschen beim Come Together nach der Podiumsdiskussion. Und dann könnt ihr denen mal sagen, hier, mein wichtigster Punkt ist der und der. Können wir da was machen? Naja, und feiern am Samstag natürlich auch nicht vergessen nach dem großen Arbeitstag. Und der Preis wird noch verliehen. Dreimal Preise, Hanfadler. Ja, habe ich auch noch nicht großartig gefeatured hier. Müssen wir nur einen zeigen. Das machen wir nächste Woche noch, ja, oder? Zeigen wir mal einen Hanfadler noch, so ein Originalding. Ich hoffe, wir haben die noch gar nicht hier. Die kommen noch erst. Neu, die sehen neu aus. Glas, früher war es Metall. Also auch ganz aufregend. Ja, Glas, Hanfadler zum ersten Mal. Drei Stück, die wir verleihen werden da. Also, was Spannendes habt ihr auch noch. Wir sehen uns dann da oder wieder später hier. Auf YouTube. Aber ich habe noch mehr Themen. Also weiter geht's. Eins passt noch super dazu, nämlich die Psychotherapeuten. Die Bundespsychotherapeutenkammer. Wahnsinnig langes Wort, alles zusammengeschrieben. Bundespsychotherapeutenkammer, BPTK, hat eine Pressemitteilung rausgegeben diese Woche mit dem Titel Cannabis legalisieren, Alkohol verteuern, Hilfsangebote ausbauen. Also tatsächlich Psychotherapeuten, die sich für die Legalisierung einsetzen und das ist natürlich super, weil gerade aus dem Bereich viele kritische Stimmen auch kommen. Ich sage nur Thomasius, ja.
Die ziehen das Thema immer hoch. Es gibt mögliche psychische negative Konsequenzen durch Cannabiskonsum. Keine Frage, das ist möglich. Und das ist aber ein Thema, was die dann aufbauschen zur Forderung, die Legalisierung zu verhindern, ja, also das Verbot aufrechtzuerhalten. Und da macht ja überhaupt keinen Sinn, weil die psychischen Probleme ja auch unter den Rahmenbedingungen des Schwarzmarkts auftreten. Und hier haben wir endlich mal Psychotherapeuten, die sagen und ganz geradeaus sagen hier, nee, wir wollen auch legalisieren. Prohibition hilft halt nichts bei dem ganzen Thema. Und die haben auch das Thema Alkohol nochmal ganz nach vorne gebracht und haben doch nochmal den Vergleich richtig hart auf den Tisch gelegt und gesagt, Leute, Alkohol ist gefährlicher als Cannabis. Ja, das macht überhaupt keinen Sinn, das unterschiedlich zu behandeln. Und da sind wir auch voll dabei bei den Psychotherapeuten. Das soll gleich behandelt werden, perspektivisch möglichst. Und wenn wir restriktivere Maßnahmen fordern oder Regeln für Cannabis, dann meinen wir immer auch, für Alkohol sollte das genauso gelten. Ja, also wir sehen auch keinen Sinn drin, das härter zu regulieren als Alkohol. Alkohol ist die gefährlichere Droge, ganz klar. Trotzdem gibt es auch Dinge, die wir natürlich unterschiedlich sehen. Zum Beispiel der Verkauf an Personen. Ah nee, ja, da sind sie noch gut. Ja, ich habe noch mehr Gemeinsamkeiten. Die haben nämlich auch gesagt, ab 18 soll verkauft werden. Hätte ich gar nicht erwartet. Es gibt etliche Organisationen, die sagen, später erst, weil Gehirnentwicklung und so, also die ist erst später abgeschlossen als mit 18. Und deswegen soll erst ab 21 verkauft werden oder noch später. Die sagen hier ab 18. Ja, und sind damit wesentlich näher an der Realität dran. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ein höheres Einstiegsalter kommt. Das ist erstens unsinnig, weil da gibt es schon jede Menge Konsumenten bis dahin, die man dann weiter auf den Schwarzmarkt schickt und kriminalisiert möglicherweise. Wobei wir natürlich gegen jede Kriminalisierung sind, auch von Jugendlichen. Aber ab 18 ist auf jeden Fall ein schönes Signal, auch von einem Psychotherapeuten. Und was auch gut ist, Fachgeschäfte. Ja, die sagen auch, das soll komplett in Fachgeschäfte, also jetzt nicht irgendwelche anderen Läden. Und das soll auch für Alkohol gelten. Da sind wir auch voll im Boot. Aber Gegensätze haben wir dann eben doch auch. Zum Beispiel, Edibles sollen verboten werden. Die wollen also wirklich nur Gras verkaufen sozusagen. Hasch weiß ich jetzt gerade nicht genau, müssen wir mal gucken, ob die dazu was sagen. Aber auf jeden Fall keine essbaren Cannabisprodukte, keine Lebensmittel mit THC. Das sehen wir anders, ja, da sehen wir im Grunde eher einen Informationsbedarf der Leute, dass man halt vernünftig mal aufklärt über die Dosierung, genau draufschreibt, wie viel das ist und was da für eine Wirkung zu erwarten ist und so weiter. Da muss sicherlich Aufklärung passieren. Würde da auch ein paar Überdosierungen geben, aber die Leute sterben ja nicht daran, denen geht es ein bisschen schlecht und dann geht es ihnen wieder gut. Ja, also das ist nicht so schlimm, wie wenn man zu viel gesoffen hat auf jeden Fall, woran man ja auch sterben kann, aber dann geht es einem auch scheißer, sag ich mal. Egal, jedenfalls Edibles wollen wir nicht verbieten, diese essbaren Geschichten. Und was noch wichtiger ist, eine Deckelung auf 15% THC, wie die Psychotherapeuten vorschlagen, da sind wir auch nicht dafür. Open End nach oben sozusagen, es gibt Extrakte, es gibt Konzentrate und so weiter und starke Marihuana-Sorten in den Läden, wenn es nach uns geht. Weil es gibt den Bedarf dafür, die Nachfrage dafür und wenn das nicht offiziell zu kaufen ist, dann wird es halt weiter auf dem Schwarzmarkt passieren oder die Leute basteln sich das selbst zusammen, die Extrakte, was dann eben auch teilweise gefährlich ist, wenn die das irgendwie falsch machen. Ne, mit Gasexplosionen und allem Möglichen, das muss ja auch nicht unbedingt sein. Also ihr seht, es ist wichtig, dass ich da als euer Vertreter hingehe. Unser Konzept ist von allen, die ich bis jetzt gesehen habe, das liberalste, das konsumentenfreundlichste. Und wenn wir da nicht am Tisch wären, dann würden sich eben die Leute durchsetzen, die hier 15% fordern. Vielleicht tun sie es auch so, ja, aber ich sitze auf jeden Fall am Tisch und bringe auch mal andere Perspektiven mit ein. Und den einen oder anderen Punkt werde ich wahrscheinlich auch durchsetzen können oder die Leute davon überzeugen können. Ja? Insofern, support your Bundeslobbyist. Ja? Das ist wichtig. Und kommt zur Cannabis-Normal-Konferenz, wo wir das Ganze nochmal im Detail besprechen. So, jetzt haben wir noch Thailand. Thailand ist ja wild durch die Medien gegangen diese Woche. Wieder mal, ja. Ich habe in letzter Zeit ja öfter mal berichtet, irgendwie komische Nachrichten aus Thailand. Keiner kapiert so richtig, was da los ist. Nun, jetzt kamen wieder die Schlagzeilen, Thailand legalisiert Cannabis in der einen oder anderen Ausführung. Ja, immer wieder diese Überschrift. Und es gibt Videos von Shops in Bangkok, die jetzt Gras verkaufen. Als der Kunde Nummer 1 am Donnerstag in Bangkok dieses Geschäft betrat, gab es großen Applaus. Das Besondere ist nämlich, dass in Thailand nun Marihuana verkauft werden darf. Oder dann haben wir noch ein Video gefunden, wo eine Aktivistin gefragt wird, eine Thailänderin, wie das jetzt da vor Ort eigentlich genau aussieht. Und auch die sagt dann, naja, das ist aus den Verträgen herausgenommen worden, aus dem Betäubungsmittelgesetz.
nicht Vertrag, aus dem Gesetz, Cannabis, ja, das ist jetzt so legal wie Knoblauch. The flower in itself is actually as legal as garlic. So the plant, the flower, the seed, the stems, the roots, all of those are legal. Extract that has THC that is above 0.2% is still considered a narcotic. Und kurz danach sagt die gleiche Aktivistin dann aber zum Thema, ja, wie ist das denn, jetzt darf man denn jetzt ganz normal kiffen und so weiter, ist das jetzt nicht alles geregelt, dass es eigentlich gar nicht so um den privaten Konsum geht, sondern um die Industrie, um ja, die zu fördern, damit die mal ein bisschen Geld machen können und so weiter. Also, das könnt ihr euch auch noch angucken. It's actually more towards being able to put companies into the stock exchange. You can understand that for the cannabis industry to actually establish and work, we need a lot of infrastructure and that costs a lot of money. Ja, also ich bin nicht so ganz schlau draus geworden, was jetzt da die Frau genau meint. Ja, es kann auch sein, dass das die Intention war des Gesetzgebers, dass sie es deswegen hauptsächlich gemacht haben und trotzdem der private Konsum legal ist. Aber so geht es dann eben auch in vielen Presseberichten weiter, deutsche wie englische, die wir gesehen haben. Zum Beispiel, ja, Eigenanbau in unbegrenzter Höhe erlaubt. Das haben eigentlich alle noch irgendwie so geschrieben. Dann hieß es aber nur für Medizin, nur für medizinische Anwendung. Und zum Kochen war dann auch die Rede davon. Aber der Konsum bleibt verboten. Auch das wurde immer wieder genannt. Und es gibt eine Höchstgrenze von 0,2% THC. Also so ungefähr wie unser CBD-Gras. Und das gilt für alle Cannabisprodukte. Also auch Marihuana, Hanfblüten. Aber es gilt nicht für alle Cannabisprodukte, auch eben nicht für Blüten, sondern für Extrakte. Das stand wieder in anderen Berichten. Und dann eben, ja, es geht halt nur um den industriellen Verbrauch. Die Leute sollen irgendwie ihr Gras dann, was sie dann zu Hause im Hinterhof anbauen, an den Local Verarbeiter verkaufen, der dann Medizin und Seife draus macht. Vielleicht Käse oder was, keine Ahnung. Industrielle Anwendung. Und es soll die Touristen ankurbeln, die sicher sein können, dass sie nicht mehr als 0,2% THC in der Ware haben, die sie da kaufen. Aber ob das jetzt Blüten gemeint sind oder Extrakte, weiß man nicht so richtig. Und trotzdem, also die thailändische Regierung verteilt Millionen von Hanfpflanzen an die Bevölkerung. Ja, jeder soll eine Hanfpflanze irgendwie kriegen und die, was bei sich zur Not in den Balkonkasten pflanzen oder was. Ja, die viele haben ja wahrscheinlich gar keinen Platz dafür. Jedenfalls verteilen die da freihändig irgendwie jede Menge Pflanzen. Also es ist irgendwie sehr verwirrend. Ja, dann kommen gleichzeitig wieder die Shops, wo wir jetzt die Bilder sehen, die da irgendwas verkaufen, wo nicht ganz klar ist, ob das Gras mit oder ohne, über oder unter 0,2% THC ist. Voll wirr, das Ganze. Was aber jetzt noch neu dazu kommt, ist, dass auch in Thailand eine Amnestie wohl irgendwie stattfindet, dass Leute, die wegen Cannabis verurteilt worden sind, jetzt gerade reihenweise aus dem Knast entlassen werden. Da ist von 4.000 Leuten die Rede, die da irgendwie gerade released werden. Oder eben auch, wo dann Akten gelöscht werden und so weiter. Auch das ist Thema wie in den USA. Aber auf welcher Grundlage eigentlich genau? Ja, mit welchen Fällen oder was? Das ist irgendwie alles sehr dubios. Vielleicht auch, weil wir kein Thailändisch können und vielleicht auch, weil es da keine Cannabis-Fachpresse gibt oder so, die das mal vernünftig darstellen. Das ist also komplett unklar, was da los ist. Irgendwann ist jedenfalls los. Ja. Vielleicht ist das eine Legalisierung. Irgendwann wird das vielleicht irgendwie sie aufklaren und dann zählen wir sie mit. Aber im Moment zählen wir Thailand noch nicht mit zur legalisierten Weltbevölkerung. Das vielleicht mal noch am Rande. Da kommen demnächst sowieso ständig die Fragen wieder. Wieso ist denn da Thailand nicht dabei? Ja, also das ist mir noch irgendwie zu unklar, ja, bevor wir das da mit draufpacken auf die Liste. Kommen wir wieder zurück nach Deutschland, nämlich Razzien in Bayern und Berlin bei Betreibern von einem Cannabis-Online-Versand. Mal so als Gegensatz wieder, ne? Wir diskutieren hier fröhlich die ganzen Details der Legalisierung, was jetzt erlaubt ist und was nicht und Höchstmenge und Höchstgrenze und tralala. Aber die ganze Repression geht ja die ganze Zeit weiter in Deutschland und das ist ein Beispiel dafür. Hier allerdings beim Händler natürlich, der festgenommen wurde und der vielleicht auch nicht ganz super korrekt war, weil da eben auch Waffen gefunden wurden, Munition und so. Über 37 Kilo Cannabis, über 1000 Ecstasy-Pillen. Aber vor allen Dingen hat die Polizei 1300 Briefe aus der Post gefischt, mit kleinen Mengen von 5 bis 30 Gramm, die diese Leute eben versandt haben, also Eigenverbrauchsmengen, Mengen, die Konsumenten bestellen und nicht jetzt Dealer. Und die werden jetzt vermutlich alle ein Strafverfahren am Hals haben. Da stehen ja Adressen drauf, ja, die haben das dann irgendwie, wollten das in Empfang nehmen, haben das irgendwie bestellt bei diesen Leuten da. Das heißt, da würde es ein Strafverfahren geben, die werden jetzt 1300 Fälle verteilen und das ist dann wieder ein
ein Batzen von mehreren Tagesportionen an Strafverfahren, die sowieso ständig stattfinden. Ja, das ist ja Hunderte täglich. Und jetzt haben wir 1300 auf einen Schlag dazugekriegt. Ein paar waren vielleicht so schlau, irgendwelche anonymen Postadressen anzugeben oder so, die sie nicht finden werden. Aber da werden eine Menge Leute jetzt eine Vorladung kriegen, eine Zeugenaussage oder irgendwie Beschuldigtenaussage, was jetzt da davon, was damit so los ist. Ja? Und in Bayern gibt es bestimmt auch ein paar Hausdurchsuchungen deswegen. Also die Verfolgung einfacher Konsumenten geht unvermindert weiter. Und das wäre eben auch ein Grund, eben sofort die Konsumenten zu entkriminalisieren. Ganz einfache Maßnahme, kein Bundesrat nötig, keine große juristische Problematik. Kann man einfach machen, macht die Politik aber nicht. Schade, das wäre der richtige Schritt und gutes Signal, damit eben da irgendwelche Leute, die 5 Gramm Gras im Netz bestellt haben, jetzt nicht da großartig mehr mit Problemen rechnen müssen. Und jetzt kommen die Termine noch. Waren 10 oder 11 Ortsgruppentermine hauptsächlich. Und da geht es wieder los in Oldenburg mit einem Live-Treffen, was heutzutage ja heißt nicht online, am Freitag, 10. Juni. Samstag, 11. trifft sich die Gruppe in Regensburg. Dann wieder Oldenburg, diesmal online, 12. Juni, Sonntag. Dienstag, 14. die Ortsgruppe in Berlin, echtes Treffen und noch so ein echtes ohne Kamera Braunschweig, Dienstag, 14. Juni, Freitag, 17. bis 19. Juni, Cannabis-Normalkonferenz nächste Woche in Berlin, Alte Münze, direkt gegenüber vom Hanfmuseum, freier Eintritt ins Hanfmuseum, freie Führung im Hanfmuseum am Sonntag nach Ende der Cannabis-Normalkonferenz für alle Leute, die ein Ticket haben, also ein paar gibt's noch, kommt dahin. Ich freue mich, euch zu sehen. Dann Oldenburg, 19. Juni, trifft sich die Ortsgruppe wieder. Sonntag, 19. Wahrscheinlich direkt nach der Cannabis-Normalkonferenz treffen die sich nochmal in Oldenburg, die ganz Harten. In Heidelberg, Dienstag, 21. trifft sich die Ortsgruppe. Nochmal Oldenburg, ohne Ende, diesmal online wieder, Dienstag, 21. Und Hamburg, der Klönschnack mal wieder, Dienstag, 21. Grüße an alle Aktivisten da draußen. Ich freue mich, viele von euch zu sehen nächste Woche. Dann reden wir mal in Ruhe drüber, über den ganzen Kleinkram und alle Details und die großen Linien und was weiß ich. Das war's für heute. Ich bin fertig. Liked das Video, liked den Kanal, beglockt alles und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und einen geruhsamen Abend.